Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Andacht 4.1. Ich bin Patrick Ananta Sutarjo, Kali Child, und ich möchte heute sprechen aus einem Text aus der 25. Sure aus dem Heiligen Koran, die betitelt ist Von der Erlösung. Und zwar möchte ich vorlesen die Verse 24 bis 32, und dort steht in der Übersetzung von Lazarus Goldschmidt: Am Tag, an dem sie die Engel sehen, dann gibt es keine Heilverkündigung für die Sünder. Und sie werden sprechen, dass es doch fernbleibe. Und wir treten zu dem, was sie an Werken geübt, und machen es zu verwehtem Staub. Die Genossen des Paradieses werden dann einen besseren Weilort haben und eine schönere Ruhestätte. An jenem Tag wird sich der Himmel spalten samt den Wolken, und die Engel werden in einer Sendung herabgesandt werden. Die Herrschaft ist dann in Wahrheit des Alabamas, und schwer ist der Tag für die Ungläubigen. An jenem Tag wird der Frevler sich die Hände beißen und sprechen: Oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg genommen! Oh, wehe mir, hätte ich doch jenen nicht zum Freund genommen! Ja, er verführte mich von der Ermahnung, nachdem sie mir gekommen war. Und Satan ist dem Mensch treulos. Satan ist dem Menschen treulos. Und der Gesandte spricht: O Herr, siehe, mein Volk hält diesen Koran für blöde. Ja, hier lesen wir, dass diejenigen, die nicht an die Offenbarung Gottes des Korans und der Bibel glauben, ja, oder vielleicht so eine historisch-kritische Theologie betreiben, ja, und nicht wirklich das Wort glauben, so wie es da auch steht. Damit will ich nicht sagen, dass man jedes Gleichnis da wörtlich nehmen soll, irgendwie, ja. Also wenn von einem guten und einem schlechten Baum die Rede ist, dann ist das sicherlich ein Gleichnis, das ist klar. Ja? Also damit meint Jesus Christus zum Beispiel in der Bibel, ja, gute oder schlechte Menschen. Ja? Oder auch das Weizenkorn, ja, wenn es in den Boden fällt und nicht erstirbt, dann bringt es keine Frucht. Also, oder auch Glaube von der Größe eines Senfkorns und so. Das sind Gleichnisse, das ist klar. Ja? Jesus hat oft in Gleichnissen gesprochen, und wir haben auch im Koran Gleichnisse. Aber es ist nun mal so, dass es da einen Unterschied gibt zwischen einer historisch-kritischen und einer, wie gesagt, einer kritischen Theologie, die die Schrift nicht als Gottesoffenbarung ernst nimmt, sondern diese als menschliches Konstrukt ansieht, in dem verschiedene Gottesvorstellungen dann zum Ausdruck kämen, statt dass die Schriften, die Heilige Bibel und auch der Heilige Koran, die tatsächliche Offenbarung Gottes des Herrn Zebaot sind, wovon ich fest überzeugt bin und glaube, dass sie es sind. Und das auch eine geistliche Erkenntnis ist, die der Herr mir gegeben hat. Das ist natürlich schwierig für Leute jetzt, das zu begreifen. Wenn die so eine geistliche Erkenntnis nicht vom Herrn bekommen haben, dann können die das ja nicht beurteilen. Ja, die können das geistlich nicht beurteilen, weil sowas geistlich beurteilt werden muss und sowas nur durch den Geist beurteilt werden kann und der Herr das eben offenbaren kann. Da geht es einfach darum, dann den Herrn zu suchen und ihn zu suchen, ja, damit er, und dann lässt er sich auch finden, jetzt noch, ja, also, aber es kommt eine Zeit, wo er sich nicht mehr finden lässt. Ja, und von dieser Zeit spricht hier der Heilige Koran in der 25. Sura von der Erlösung, also am Tag, an dem sie die Engel sehen, dann gibt es keine Heilverkündigung für die Sünder, und sie werden sprechen, dass es doch fern bleibe. Also die Heilverkündigung hört auf, wenn die Sünder, die nicht an die Offenbarung Gottes geglaubt haben, die Engel sehen werden. Sie haben sie vorher nicht gesehen, sie sehen jetzt keine Engel, sie können sie mit ihren Augen nicht sehen, aber sie werden sie an jenem Tag sehen, der kommen wird,
Und dann gibt es keine Heilverkündigung für die Sünder mehr. Und sie werden Furcht haben, sie werden Angst haben und sie werden sprechen, dass es doch fernbleibe. Und dann steht hier auch, dass Gott zu dem treten wird, was sie an Werken geübt haben. Also das, was sie hier an Taten gewirkt haben und an Werken gewirkt haben, ja, all das, was sie nicht Gott geweiht haben, was sie nicht dem Herrn geweiht haben, dem himmlischen Vater, an Werken und was unnütz war. Ja, unnütz. Ja, wenn sie es nicht Gott geweiht haben, das war unnütz. Ja, sie haben es auch keinem anderen Gott geweiht. Ja. Das ist die Rede von Ungläubigen, also nicht von solchen, die andere Religionen haben. Es gibt ja auch, wie gesagt, Hinduismus und Buddhismus, das ist was anderes. Ja, aber jetzt ist hier die Rede von denen, die gar nicht geglaubt haben oder auch ein fruchtloses Leben gelebt haben. Also auch Christen, die ein weltliches Leben gelebt haben, die also nutzlose Werke, also tote Werke gewirkt haben, die keine Frucht für die Ewigkeit gebracht haben, die Gott nicht verherrlicht haben, die das Evangelium und den Koran nicht weitergetragen haben. Also solche Werke, die einfach weltliches Hin und Her waren, ja, also geschäftliche Dinge, finanzielle Dinge und sowas, ja, die Sorge ums eigene Haus, die Sorge um die eigene Familie, um die eigenen Kinder und sowas, die Sorge um die Freunde und sowas, um die Verwandten und wie gesagt, um den Freundeskreis und sowas, ja, die Zusammenkünfte und sowas da. Also all das, was weltlich ist und was nicht für den Himmel war, ja, und was nicht für Gott war, ja, was Gott nicht geweiht worden ist als sein wohlgefälliges Opfer für den Herrn, ja, all das, das wird er zu verwehtem Staub machen. Ja, all das, was gewirkt worden ist hier auf der Erde, was mit ihm nichts zu tun hatte und was fruchtlos war, ja, ob das jetzt von Muslimen war, ob das jetzt von Christen war, ob das von, ja, das spielt keine Rolle, denn es spielt keine Rolle, welche Konfession jemand bekennt. Es spielt hier eine Rolle, welcher Natur die Werke waren, die ein Mensch gewirkt hat in seinem Leben. Ja, ob sie Gott verherrlicht haben, ob sie zur Ehre Gottes waren, ob sie das Evangelium und den Koran weitergetragen haben, die Worte Gottes weitergetragen haben. Es gibt ja auch die Bachai-Schriften, das sind ja auch Worte Gottes, neue Offenbarung von dem Herrn. Ob sie die Worte Gottes weitergetragen haben, ob sie, ob die Menschen Gott gedient haben, ja, mit ihren Werken, oder ob sie sich bloß zu einer Religion bekannt haben, ob sie sich bloß zum Beispiel Christen genannt haben, Muslime genannt haben, ja, und dann aber Gott gar nicht verherrlicht haben mit ihren Werken, mit ihren Werken. Ob sie seinen Geboten gehorsam gewesen sind und ein gottgefälliges Leben gelebt haben oder nicht. Ja, und die Werke, die eben nicht gottgefällig waren, ja, die nicht für Gott waren und die nicht nach seinem Wort gemäß waren, die nicht nach seinen guten Geboten der Liebe gemäß waren, diese Werke, die sind nutzlos gewesen. Die sind nutzlos gewesen. Da kann ein Mensch gedacht haben, er hätte jetzt, was weiß ich, großartige künstlerische Werke geschaffen, dass jemand großartige künstlerische Werke geschaffen hätte, Musik oder Bilder oder was weiß ich, Malerei und was weiß ich, was, ja, alles nicht für Gott. Unnütz. Wird zu verwehtem Staub. Ja, alles unnütz. Diese ganzen Sachen, diese ganzen weltlichen Sachen, ja, die Gott nicht verherrlicht haben. Die Genossen des Paradieses jedoch werden einen besseren Weilort haben und eine schönere Ruhestätte. Also die werden in Frieden und in Ruhe weilen im Paradies. Das sind solche, die Gott verherrlicht haben, die nach Gottes Wort gehandelt haben, die Gottes Gebote getan haben, die nicht bloß Glauben bekannt haben mit dem Mund, ja, und leere Phrasen von sich gegeben haben, ja, sondern die tatsächlich Buße getan haben und zum Herrn umgekehrt sind und dann auch ein gottgefälliges und gottwohlgefälliges Leben geführt haben, indem sie das Gute gewirkt haben und geglaubt haben an den Herrn, ja, und zur Verherrlichung Gottes gelebt haben, ja, und nicht ein weltliches Leben gelebt haben mit Fußball, was weiß ich was, Alltagssorgen, Alltagsfreuden, Alltagsnöten, Alltagsverrichtungen und sowas, ja, die mit Gott nichts zu tun haben, ja, sondern solche, die Gott verherrlicht haben mit ihrem ganzen Leben, ja, die Knechte Gottes waren und wirklich auch ihm gedient haben, die gute Knechte Gottes waren und keine schändlichen Knechte. Darüber habe ich schon in einer anderen Andacht gesprochen, über den guten Knecht und über den schändlichen Knecht. Der schändliche Knecht zieht den Zorn des Königs, also von Jesus Christus, auf sich,
Und der gute Knecht hat aber sein Wohlgefallen. Und das wird hier nochmal vom Heiligen Koran bestätigt. Hier steht jetzt, an jenem Tag wird sich der Himmel spalten samt den Wolken und die Engel werden in einer Sendung herabgesandt werden. Das heißt, dann werden alle die Engel sehen können. Sie können sie jetzt nicht sehen. Ja, das heißt, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, ich habe ja einen Engel gesehen, ja, gibt es überhaupt Engel? Die glauben vielleicht nicht, dass es Engel gibt. Ja? Der Koran sagt das, die Bibel sagt das, aber ungläubige Menschen sagen eben, oder auch solche, die so eine kritische Theologie betreiben oder die einfach so sich da mal ein bisschen was rauspicken aus der Bibel, das gefällt mir nicht und so, und die Wunder nicht glauben und so weiter, ja, und Gottes Wirken in Frage stellen, ja, zum Beispiel die Teilung des Meeres, ja, durch das dann Mose mit den Israeliten durchgezogen ist, ja, und die Ägypter sind dann ersoffen, als das Meer dann wieder zusammengefallen ist. Ja, die solches nicht glauben, ja, also ob das jetzt Christen oder Muslime sind oder ob das Ungläubige sind, also Atheisten, ja, die gar nicht an die Schriften glauben oder nicht glauben, dass das Offenbarungen Gottes sind, die Bibel und der Koran, ja, und die Bachai-Schriften. Also wenn die das nicht glauben, die sehen ja die Engel nicht, aber an dem Tag werden sie sehen. Denn da werden dann die Engel herabgesandt werden und dann werden sie auch gesehen werden. Ist jetzt übrigens auch eine Antwort darauf, warum man Engel jetzt nicht unbedingt sieht. Ja, ich habe schon Zeugnisse gehört von Leuten, die sagen, dass sie Engel gesehen haben und so. Und Engel können ja auch in Menschengestalt kommen und sowas. Das lesen wir auch in der Bibel. Ja, dass man da eventuell einen Engel aufgenommen hat bei sich und so, ohne es zu wissen. Ja, also die werden dann auch in Menschengestalt kommen. Ja, sowas gibt es auch. Aber die Engel, also mit Flügeln zum Beispiel, die in der Bibel und im Koran erwähnt werden, die werden nicht notwendigerweise gesehen von Menschen und schon gar nicht von denen, die keinen Glauben haben. Ja? Die werden nicht gesehen. Aber an dem Tag werden sie gesehen und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät für die Sünder. Und hier steht dann, die Herrschaft ist dann in Wahrheit des Allerbarmers, also die Herrschaft ist dann Gottes, des Herrn. Und schwer ist der Tag für die Ungläubigen. Also es ist ein schwerer Tag für die Ungläubigen. Ja, an jenem Tag wird der Frevler sich die Hände beißen und sprechen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg genommen. Mit Gesandter ist jetzt hier nicht nur der Prophet Mohammed gemeint, sondern ich bin der Überzeugung und ich glaube fest daran, dass damit diejenigen gemeint sind, die gesandt worden sind von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn. Das sind ja, also die haben uns ja gesendet in die Welt, um die gute Botschaft zu verkünden, das Evangelium. Wir sind also diejenigen, die das Evangelium predigen und die das Evangelium weitertragen in die Welt, sind Gesandte. Also alle Christen sind eigentlich Gesandte, weil sie ja den Auftrag haben von Jesus Christus, das Evangelium in der ganzen Welt auch zu verkünden und aller Kreatur zu verkünden. Also das ist mit Gesandten gemeint. Also nicht nur dieser oder jener Prophet oder nicht nur der Sohn Gottes, sondern auch die, die der Sohn Gottes im Auftrag des himmlischen Vaters gesandt hat, die Worte Gottes zu verkündigen. Und Gott hat eben auch den Koran gegeben und dieser ist eben eine Bestätigung dessen, was vorher da war, also eine Bestätigung der Bibel und ist nochmal eine Ermahnung, die gekommen ist von Gott, ja, und die wird eben auch gepredigt und die soll auch gepredigt werden, diese Ermahnung, ja, diese Unterscheidung, die der Koran ist, Al-Furqan, und das soll gepredigt werden, ja, und diejenigen, die das predigen, sind Gesandte, ja, das heißt, diese Sünder und die Frevler werden sich dann, die werden sich dann in die Hände beißen und ärgern. Und die werden dann völlig frustriert sein und völlig erschrocken sein, weil sie nicht mit dem Gesandten einen Weg genommen haben. Also mit denen, die sie gewarnt haben vor der großen Strafe Gottes für Sünder. Und dann werden sie sagen, oh wehe mir, hätte ich doch jenen nicht zum Freund genommen. Ja, er verführte mich von der Ermahnung, nachdem sie mir gekommen war, und Satan ist dem Menschen treulos. Also der Satan ist dem Menschen treulos und manche sagen, der Satan sei der Böse und alles, was mit Bösen zu tun hätte und so, das wäre vom Satan und der Satan will das Böse verüben und die Werke des Satans wären die bösen Werke und so. In gewisser Weise ist er natürlich böse, er ist natürlich böse auf die Menschen, die sündigen. Ja, er ist ja der,
der Verkläger, ja, derjenigen, die sündigen. Und er hat ja von Gott den Auftrag bekommen, das lesen wir im Koran. Wir lesen aber auch Ähnliches in der Bibel. Aber erstmal im Koran lesen wir, dass Satan diejenigen, also den Auftrag bekommen hat von Gott, dem Herrn, dem himmlischen Vater, die Menschen, die den Worten Gottes nicht gehorsam sind und ihm nicht gehorchen, also nicht die guten Gebote Gottes halten und tun, solche zu verführen und sie in die völlige Irre zu führen. Und das tut er im Auftrag und mit dem Einverständnis und mit dem expliziten Auftrag von Gott, dem Herrn, dem Vater. Ja. Der Satan ist also nicht der, der die bösen Werke der Menschen verübt. Und er ist auch nicht ein Geist, der in den Menschen irgendwie das Böse verübt. Und er ist auch schon gar nicht irgendwie das Böse im Menschen irgendwie und sei keine Person, sondern alles Böse, was ein Menschen wäre und sowas, das wäre dann der Satan. Sowas habe ich schon von Frau Pfarrerin Petra Lewalder gehört und so, die nicht an einen persönlichen Teufel glaubt. Also sie glaubt nicht, dass es den Teufel gibt als Person. So hat sie es mir im Gespräch gesagt damals, ja, als wir ein Gespräch geführt haben über den Glauben. Da hat sie mir gesagt, sie glaubt nicht, dass es einen Teufel gibt, also einen persönlichen Teufel, also eine Person des Teufels, wie es die Person Gottes gibt. Ja, das glaubt sie nicht, sondern sie glaubt, dass es das böse Menschen wäre oder sowas. Alles, was irgendwie böse wäre und sowas, das wäre dann irgendwie ein Ausdruck des Teuflischen oder sowas. Und es gäbe aber diese Person des Satans nicht. Ja, so hat sie mir das gesagt. Das war die Pfarrerin aus meiner ehemaligen Heimatgemeinde. Und ich fand das sehr merkwürdig, weil in der Bibel und im Koran ganz klar geschrieben steht, dass der Teufel eine Person ist, der Satan ist eine Person und er ist den Menschen treulos. Wer den Satan zum Freund nimmt oder wer einen Vertrag mit dem Satan macht oder seine Seele an den Satan verkauft, um dann Vorteile zu bekommen, der wird enttäuscht werden, weil Satan treulos ist. Weil Satan weiß, dass Gott der Allmächtige und Allerhöchste ist, so wie er eben im Koran in der Bibel beschrieben wird. Und er die Menschen, die sich dem Satan zukehren, statt Gott zukehren, völlig in die Irre führt. Ja, er führt sie völlig in die Irre. Und sie müssen sich dessen noch nicht mal bewusst sein. Viele glauben ja noch nicht mal, dass es einen Teufel gibt, dass es einen Satan gibt, aber er verführt sie trotzdem völlig in die Irre. Ja, und es ist ihm sogar genehm, wenn die Leute gar nicht glauben, dass es ihn gibt, ja, weil er dann viel leichteres Spiel hat, ja, mit den Menschen, die Gottes Gebote nicht befolgen. Und es ist auch sein Auftrag von Gott. Ja, das heißt, der Satan ist nicht derjenige, der das Böse der Menschen verübt. Die Menschen selber verüben das Böse, das sie tun. Ja. Du selber verübst das Böse, was du tust, nicht irgendjemand anderer. Ja, das tut nicht der Satan. Und da kannst du nicht sagen, das war das Teuflische in mir und sowas, oder der Satan hat das in mir gewirkt und ich könnte gar nichts dafür und sowas. Ja, das ist nicht der Satan, der das macht. Ja, das bist du selbst. Der Satan kommt dann nur, um dich zu verklagen. Ja, und der Satan führt dich völlig in die Irre, wenn du die Worte Gottes nicht ernst nimmst und wenn du nicht danach handelst. In der Liebe, in der Gerechtigkeit und im Frieden. Wenn du das nicht ernst nimmst, ja, dann bist du unter der Macht des Satans. Ja, weil du ja Gott nicht ernst nimmst. Und Gott lässt dich nicht spotten. Ja, der Herr lässt dich nicht spotten, der himmlische Vater. Also, der Satan ist also den Menschen treulos, die ihn anrufen und die sich dann Vorteile und Reichtum und sowas und Wohlstand von ihm erhoffen. Aber er wird sie dann am Tag des Gerichts alleine lassen und er wird ihnen dann sagen, dass sie dem Falschen vertraut haben und dass sie doch Gott hätten vertrauen sollen und er wird sie einfach alleine lassen. Und solche, die dem Satan vertraut haben oder die Gott nicht vertraut haben und auch nicht geglaubt haben, dass es Gott gibt und dass es einen Satan gibt, ja, oder solche, die geglaubt haben, dass es Gott gibt, aber die nicht geglaubt haben, dass es Satan gibt zum Beispiel, ja, weil sie die Schrift einfach nicht glauben, ja, obwohl im Buch Hiob in der Bibel zum Beispiel steht, dass der Vater, ja, dass der Herr mit dem Satan gesprochen hat. Ja, das ist eine Person, der Satan. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du vieles aus der Bibel auch nicht. Ja, wenn du das nicht glaubst. Ja, und dann kannst du natürlich auch nicht die Bibel, wenn du die Bibel nicht ernst nimmst, kannst du natürlich auch nicht die Gebote Gottes tun. Oder wenn du den Koran nicht ernst nimmst, dann kannst du nicht die Gebote Gottes tun. Ja, und dann bist du unter der Macht der Verführung,
die der Vater dem Satan übergeben hat, um die Menschen, die Gott nicht gehorchen, in die Irre zu führen und in die Hölle zu führen, in die ewige Verdammnis. Ja, und der Satan ist über die Hölle gesetzt, das heißt, er soll die Hölle mit den Menschen füllen, die Gott nicht gehorsam sind. Ja, ganz gleich, ob die sich jetzt Christen oder Muslime nennen, ob die jetzt sagen, dass sie glauben, dass sie an Gott glauben. Also wenn die Gebote Gottes nicht tun, dann glauben sie nicht wirklich an Gott. Ja? Dann ist das nur ein bloßes, leeres Lippenbekenntnis und dann sind sie unter der Macht des Satans und der verführt sie so, dass sie dann in die Hölle kommen. Übrigens nicht nur der Satan, sondern auch Freunde, falsche Freunde, von denen Menschen dann dachten, dass sie die Richtigen wären, aber dann werden sie bereuen, viele Menschen oder bestimmte Menschen als ihre Freunde angenommen zu haben, denn sie haben sie auf den falschen Weg geführt. Ja? Genauso wie der Satan das auch tut. Ja, also die falschen Freunde, von denen dann einige Leute denken, dass sie richtige Freunde wären und sie haben sich dann ihnen anvertraut und so, haben aber Gott nicht vertraut, ja? Und sind dann unter dem Fluch. Denn im Propheten Jeremia steht das zum Beispiel, dass wer Menschen vertraut und nicht dem Herrn vertraut, ja? Wer sein Vertrauen auf Menschen setzt, ja, der ist unter einem Fluch, ja, der ist verflucht. Das steht im Propheten Jeremia. Also nochmal die Worte aus der 25. Sura von der Erlösung, 24 bis 32. Am Tag, an dem sie die Engel sehen, dann gibt es keine Heilverkündigung für die Sünder. Und sie werden sprechen, dass es doch fernbleibe. Und wir treten zu dem, was sie an Werken geübt, und machen es zu verwehtem Staub. Die Genossen des Paradieses werden dann einen besseren Weilort haben und eine schönere Ruhestätte. An jenem Tag wird sich der Himmel spalten samt den Wolken, und die Engel werden in einer Sendung herabgesandt werden. Die Herrschaft ist dann in Wahrheit des Allerbarmers. Und schwer ist der Tag für die Ungläubigen. An jenem Tag wird der Frevler sich die Hände beißen und sprechen: Oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg genommen. Oh, wehe mir, hätte ich doch jenen nicht zum Freund genommen. Ja, er verführte mich von der Ermahnung, nachdem sie mir gekommen war, und Satan ist dem Menschen treulos. Und der Gesandte spricht: O Herr, siehe, mein Volk hält diesen Koran für blöde. Also das steht hier in der Sure 25 von der Erlösung in den Versen 24 bis 32, eine Ermahnung und eine frohe Botschaft. Ja, dass nämlich diejenigen, die Gottes Willen tun und den getan haben werden, den Willen Gottes, des himmlischen Vaters, und an Gott geglaubt haben und an seine Schriften, seine Offenbarungen, seine Propheten, an seinen Sohn Jesus Christus und die nach den Worten Gottes gehandelt haben, die werden eine gute Wohnstätte haben, einen besseren Weilort, eine schöne Ruhestätte, eine ewige Ruhestätte im Paradies. Die anderen werden die ganze Tragweite ihrer Sünde dann erfahren. Sie lebten sorglos, sie dachten nicht, dass sie einmal zur Rechenschaft gezogen würden. Auch solche, die in die Kirche gegangen sind, auch solche, die die bekannt haben, dass sie Christen oder Muslime sind, ja, und solche werden dann die ganze Tragweite ihrer Verfehlung und ihrer Missgeleitetheit, ja, und ihrer Lässigkeit gegenüber der Ermahnung der Bibel und des Korans erkennen, und sie werden erkennen, wie Satan sie in die Irre geführt hat. Ja, auch solche, die nicht geglaubt haben, dass Satan eine Person ist, ja, obwohl sie glauben, dass Gott eine Person ist und dass es Gott gibt, ja, und dass Gott Geist ist, ja, und dass es Gott gibt, aber sie glauben nicht an den Satan, sie glauben nicht, dass es einen Satan gibt, ja, sie glauben, dass wir das böse Menschen und dass das, was der Mensch an Bösen tun würde, dass es der Satan wäre. Das ist nicht der Satan tut nicht das Böse, der Mensch tut das Böse, was der Mensch tut. Ja, Menschen tun Böses, verüben in der Welt, und der Satan, der kommt zum Gericht, zur Anklage und führt diejenigen, die Gottes Willen ungehorsam sind, in die Irre. Und das ist sein Auftrag von Gott. So, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bin Patrick Ananta Sutato Kali Child. Ich freue mich, dass ihr Interesse habt am Wort Gottes. Das diesmal aus dem Heiligen Koran stammte. Und ich wünsche euch alles Gute. Und ich ehre den himmlischen Vater, den Herrn Zebaoth, den allmächtigen Gott, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen.